Was ist das? Kann ich das ertöten? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Raft in dem finalen Chapter. Wir haben beim letzten Mal hier schon diese Location ein kleines bisschen erkundet, zumindest den oberen Bereich. Das war ein ganz schönes Jump'n'Run-Fest, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Und wir haben jetzt vor, auch den Unterwasserbereich zu erkunden. Ihr habt mir gesagt, ich brauche nicht unbedingt eine Tauchflasche, um unter Wasser zu erkunden, weil es irgendwie Stellen geben soll, wo man sich mit Luftblasen den Sauerstoff auffüllen kann. Ohne Witz, ich habe davon keine Ahnung mehr, dass das so war, ey. Ich denke dabei eher gerade mehr an Super Mario 64 oder so, keine Ahnung. Aber daran kann ich mich nun beim besten Willen nicht erinnern, dass man sich unter Wasser den Sauerstoff auffüllen konnte. Bevor wir das jetzt machen, so halsbrecherische Missionen, probieren wir jetzt noch den Entsafter herzustellen. Ich habe jetzt festgestellt, das musste mir auch erstmal wieder in Erinnerung kommen, dass ich ja noch diese Ranken hier, die wir hier drin hatten, dass wir die noch zu diesem Glimmer umformen konnten. Und da haben wir jetzt tatsächlich genug, um den Entsafter herzustellen. Guck mal, wir haben jetzt 4 Stück davon. Bolzen haben wir und eine Leiterplatte haben wir auch. Die habe ich sicherheitshalber schon mal abgelegt. Die habe ich hier in den Schrank gelegt. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Raft in der finalen Version 1.0 mit finalem Chapter reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Die ist am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wow, was ihr vom Projekt haltet. Mein Gott, das Ding ist ja riesig. Okay, wie kann ich das drehen? Drehen mit R? Ah ja. So, wo baut man das hin? Es braucht eine Batterie auch. Ist schon ganz schön eng wieder hier so, ne? So ziemlich. Ich mach's mal vielleicht. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es keine so gute Idee, so ein teures Objekt direkt nach oben zu bauen, weil man kann ja durchaus auch von diesen komischen Vögeln bombardiert werden, ne? Ich baue das mal hier hinten in die Ecke einfach. So, und jetzt kann man da Sachen entsaften. Na, guck mal, da gibt's auch extra Rezepte. Wie es aussieht. Da muss man dann hier wieder die Komponenten hinpacken und dann wird das entsaftet. Okay. Da müssen wir erstmal Rezepte finden, wa? Also ich schätze mal, die Rezepte, die ich hier habe, die gilden nicht, oder? Ich würde jetzt mal stark annehmen, dass ich die nicht benutzen kann im Entsafter. Bei Steam lungert noch ein Hotfix-Update rum. Okay, ja, da müssen wir gleich mal gucken. Es ist gerade immer noch der Abend, wo das Update rausgekommen ist. Da das bei mir aber gerade reibungslos läuft und es heißt ja so schön, never change a running update, würde ich jetzt einfach das erstmal laufen lassen und jetzt erstmal da nichts dran ändern. So, ihr habt mir jetzt gesagt, ich kann jetzt einfach ins Wasser gehen. Ey, warte mal, wir sollten vielleicht nochmal schnell ein bisschen was mit trinken und vielleicht nochmal was zu essen mitnehmen, nicht wahr? Das könnte vielleicht ganz schlau sein, nicht wahr? Noch mal hier voll machen, so. Und dann mach mal hier noch Essen. Wir machen mal noch, bevor wir losgehen. Oder ich nehme die Wassermelone einfach mit. Und esse die auch gleich. Komm, wir essen die gleich. Dann habe ich Wasser aufgefüllt und Nahrung aufgefüllt. Alles reindrücken jetzt, komm. Schön rein in den Kopf. Rein in den Kopf und rein in den Kopf. Jawohl, guck mal. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen einmal aufpassen wegen dem Hai. Wir müssen zum anderen aufpassen, da sind irgendwelche komischen Elektroquallen im Wasser. Das ist auch nicht gerade so geil, wenn ich das mal sagen darf. Und ich darf nicht sterben, das ist halt das andere. Also, wenn ich sterbe, verliere ich alles, was ich in meinem Inventar habe. Beziehungsweise, ich könnte auch irgendwie zum Hauptmenü dann zurück und nochmal versuchen, neu zu laden. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Ich speichere jetzt einfach nochmal. Puh, so jetzt, ich hab ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen angstfrei an die Sache rangehen. Ich gehe jetzt ins Wasser. Hi. Du kleine Sau! Warum? Wir müssen angstfrei an die Sache rangehen, habe ich gesagt. So, wo sind jetzt Blasen? Ich sehe keine Blasen hier, wo ich was blasen kann. Ich kann hier nirgends atmen. Das sind Elektroquallen. Die erinnern mich auch irgendwie an was erinnern die mich eigentlich? Die kommen aus. Kommen die aus Subnautica? Nee, das ist bei Ark. An Ark erinnern die mich gerade. Okay, warte. Wenn du im Falle eines Falles neu lädst, kannst du gleich easy spielen. Ja, ich will aber nicht alle mein ganzes Zeug. Oh. Ich will nicht mein ganzes Zeug jedes Mal immer wieder neu machen müssen. Genau, so war das. Genau. Ach, da, die Blasen. Okay, warte, da kann ich Blasen da hinten. Warte.
Ich muss dahin gehen, wo ich blasen kann. That's what she said. Haha! Ja, ja, du hässlicher Fratzmann, du. Oh, guck mal, ist hier nicht sogar... Warte mal. Aua! Ach Mann, warum kommst du jetzt schon wieder? Kann ja nicht wahr sein hier. Warte mal, ist es nicht hier die Pflanze, die man braucht, um Zeug zu bekommen hier? Glibber? Wo ist denn der jetzt, der hässliche? Da hinten ist er. Warte, hier geht's noch rein. Warum? Hier sind ja noch ganz wenig Glibber, Blubberstellen. Oh nein. Haha, in die Nase. Atmen, 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 atmen. Der nervt irgendwie, der Hai. Ich will dich, ich töte dich jetzt, du Hässlon. Was ist denn hier unten drin? Ja, komm her, los. Oh nein, mein Speer. Schnell den neuen Speer nehmen. Ich muss mal atmen nochmal. Oh Gott, das geht voll schnell. Ich habe auch eine Atemflasche. Aber das Problem ist, da ist kaum noch was drin. Aua, jetzt hat er mich noch erwischt. Ich raste aus. Ich muss den erstmal töten, der nervt voll. Da unten sehe ich Blubberstellen. Los, komm her, ich will dich platt machen. Jetzt stirb halt. Ach Mann, feiges Stück. Dann haust du auch immer gleich ab. Ja, los, stell dich. Los, stirb halt. Mann, ah. Kann die Lampe gedreht werden, um die Quallen wegzulocken? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss erstmal ihn hier besiegen jetzt. Aber der ist schon ganz schön angefragt. Der hat schon ganz schön einstecken müssen jetzt. Ja, komm her, los. Ja, Hammer, Hammer da. Los, nimm alles. Nimm ihn aus. Yes. So, wie war das jetzt? Lampe drehen, um Quallen wegzulocken. Ich kann ja mal gucken, ob ich an der Lampe was machen kann. Da sind ja ganz viele Lampen, ne? Vielleicht kann ich die ausmachen, die Lampe. Vielleicht kann man irgendwie... Vielleicht kann man ja irgendwie da dran ausschalten, irgendwie. Also, ich sehe nicht, dass ich hier was machen kann. Kann ich sie ausschlagen vielleicht? Nee. Vielleicht hat die irgendwo eine Stromverbindung. Was? Vielleicht hat die irgendwo eine Stromverbindung. Oh Gott. Also irgendwie, also ich weiß nicht. Ich probiere mal ganz kurz nochmal Luft zu holen, um mal zu den untersten Regionen mal nochmal zu tauchen. Vielleicht sollte ich mir wenigstens nochmal eine... hier so Füße machen, hier Schwimmfüße, damit ich schneller bin. Ja, das sieht irgendwie alles nicht wirklich, oder? Ist auch schon wieder da? Irgendwas hat gerade gewackelt. Alter, müsste der nicht eigentlich irgendwie so die Taucherkrankheit kriegen, wenn der so tief taucht? Wow, was ist das? Das sieht voll schön aus. Das ist voll Subnautica-mäßig. Das ist voll krass. Da steht G. Hier kann ich atmen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um mein Essen. Hier kann ich auch atmen. Und hier kann ich hoch, oder? Nee, okay. Hä, was ist das? Das ist eine Sackgasse einfach. Was soll ich hier? Was war denn das? Hier passieren irgendwelche Cthulhu-Sachen. Sackgasse. Hier sind überall Sackgassen. Muss man hier überhaupt hin? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hier sind ganz viele Atemstellen, aber irgendwie kann ich hier nichts machen. Muss ich hier hin vielleicht? Ich habe Angst. Vielleicht muss ich... Nee, hier ist auch ein Sackgasse. Hä? Ja, warum muss man jetzt hier hin? Liegt hier irgendwie was Wichtiges? Ich sehe es irgendwie nicht. Vielleicht muss ich da hinten dieses Tor aufmachen. Hier ist ja so ein Rolltor. Vielleicht muss das irgendwie aufgehen. Ah, benötigt einen Schlüssel zum Großlager. Okay, gut. Wir brauchen einen Schlüssel, alles klar. Ist hier unten noch irgendwas? Nee, das sieht falsch aus. Also da kommen wir zum Großlager. Oh Gott, ey, kann das sein? Je tiefer ich komme, desto schneller geht mein Sauerstoff gegen Null. Irgendwie. Was sind denn das für Geräusche, Alter? Das ist irgendein Cthulhu, der da rumläuft. Ich sag's euch, ich habe neulich so einen Film gesehen. Hier, Underwater oder so. Da war auch... Ja gut, jetzt habe ich den gespoilert. Das tut mir leid, aber... Das fing genauso an, ja? Mit irgendwelchem Rumgewackel und so. Da fing das genauso an. Ja, war auch eigentlich nicht so gut, der Film. War so semi... Semi war der nur so. Okay, wir müssen Schlüssel finden.
Bin hier gespannt, wie der kommt, der Hai jetzt. Kann ich eigentlich unter Wasser essen? Ich weiß es nicht. Habe ich da einen Hai gesehen? Nee. Alter, hier ist nichts zum Atmen. Dann kann doch aber das auch nicht richtig sein hier, oder? Oder muss ich diesen Viechern hier folgen? Verdammt, ich muss schnell zum... Ah, ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. Ich kann überhaupt nicht richtig schnell schwimmen hier. Schnell, schnell, schnell. Geh da hin, geh da hin, geh da hin. Hä? Regnet das gerade unter Wasser? Ich glaube, das regnet gerade unter Wasser. Du musst da rein, wo die Quallen sind. Aber das ist bestimmt nicht gesund, wenn ich da hingehe, wo die Quallen sind, oder? Also wenn ich an die Quallen... Die blitzen so komisch. Alter, was ist das? Welcher Cthulhu läuft hier rum? Du brauchst Teile eines Scheinwerfers. Irgendein Cthulhu macht hier Sachen, ich sag's euch. Ich muss da rein, wo die Quallen sind. Okay, und dafür brauche ich wahrscheinlich Teile eines Scheinwerfers, damit ich mit den Teilen eines Scheinwerfers einen Scheinwerfer machen kann, damit ich die Quallen von der Stelle wegkriege, wo die Quallen abhängen und mir damit im Weg sind, richtig? So würde ich jetzt auch schätzen. Aber das ist halt jetzt das Problem. Wo kriege ich das her? Wo kriege ich Scheinwerferteile? Also oben auf dem Kran haben wir ja nichts gefunden. In der Richtung. Es kann also schon mal da nicht sein. Aber kann ich hier seitlich rein? Guck mal, da ist ein Aufzug oder sowas drin. Da ist ein Aufzug oder sowas. Und hier, warte mal, hier kann man noch rein. Hier sieht's aus nach Zeug. Ist auch voll dunkel hier irgendwie. Also mal abgesehen von den Pflanzen, die hier sind, ist es hier voll dunkel. Oh, hier ist irgendwie irgendein Zwischenschritt hier. Was ist das? Das ist nichts. War da was? Nee. Ich muss atmen, 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 ich muss atmen. Okay, aber krass, krasse Aktion. Ich finde das krass mit diesem... Unten tauchen, unten rumtauchen und oben tauchen, also oben rumklettern mit Jump'n'Run, unten rumtauchen, Zeug finden, das ist schon krass. Also ich finde hier nichts. Ist hier unten noch irgendwie was? Ich will hier auch nicht festhängen, ey. Warte mal, da liegt irgendwas, da liegt was, da liegt was. Okay, warte, da muss ich schnell sein. Oben auf dem Kran hast du noch eine Leiter, ich glaube, das schaffe ich da nicht hin, warte mal. Komplett voll laufen lassen mit Sauerstoff? Nein, ich muss ja was essen. Oh Gott, warte mal, ich muss essen, sehe ich gerade. Sonst sterbe ich ja hier noch. Okay, schnell. Wir müssen das jetzt mal kurz angucken, was da unten drin ist. Schnell wieder zurück zum Atmen. Und dann müssen wir schauen, dass wir rauskommen und schnell was zu essen machen. Oh, guck mal, hier, hier, hier. Kiste und das. Was ist das? Das ist Glas, das ist alles. Schnell wieder hoch, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch und schnell wieder zum Atmen. Dann tauchen wir mal auf und müssen uns mal Essen machen oder so. Hier, wir haben doch jetzt Fleisch vom Hai gekriegt. Da können wir doch gleich mal hier so eine Haisuppe machen oder was das da war. Mit Flossen schwimmt man schnell. Ja, meine Flossen sind halt fast kaputt, die ich noch hatte. Deswegen kann jetzt leider keine mehr aus dem Hut zaubern so direkt. Hexen kann ich nicht. Muss mir welche machen noch, neue. Die kann man ja auch nicht reparieren irgendwie. So, jetzt... Ah, nein, nein, nein. Nein, ich hab den Speer nicht. Ach, Mist. Diese blöde Steuerung, wo man fünfmal hin und her klicken muss, bis man sein richtiges Item hat. So schnell raus. Ach Gott. So, jetzt Essen machen, Essen machen. Ich habe Hai und ich werde ihn benutzen. Warte mal, was konnte ich mit Hai nochmal machen? Hier, genau, Hai-Happen, genau. Hier, zweimal Hai-Happen machen wir jetzt. So, und dann hier... Eins davon und was noch? Ein Pilz. Moment. Oh Gott. Dieses Rumgefrickel hier. Nee, das hier genau. So. Und so. Jetzt beginne den Kochprozess. Und gleich noch Planken hinschmeißen. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Heftig, heftig. Okay, aber warte mal, jetzt können wir hier schon mal vorbereiten, ne? Wir haben ja jetzt ganz viel von diesem Glibber. Den können wir jetzt gleich mal kochen lassen hier. Dann können wir nämlich da nochmal hier, was brauchen wir denn für Ausrüstung zum Tauchen? Guck mal, Flossen, da haben wir schon mal... Ah, da braucht man Seetang und fünf von den Dingern.
Seil. Okay, das könnten wir uns machen, wenn wir unten noch mal ein bisschen was von dem Seetang ernten. Und die Flasche war 5-mal Glibber. Das können wir, die können wir uns, glaube ich, herstellen tatsächlich. Da müssten wir eigentlich genug haben dafür. Schwimmflossen sind gefühlt sehr teuer. Aber da wir ja da unten eigentlich an jeder Ecke atmen können und das ja eigentlich auch so aufgebaut sein müsste, dass man von Atemposition zu Atemposition schwimmen kann, wäre wahrscheinlich die Schwimmflossen am schlausten. Was ist denn das hier eigentlich? Ich habe ja da so einen komischen Bauarbeiterhelm, Baustellenhelm von einem Bauarbeiter hinterlassen. Und was bringt der mir? Nichts wahrscheinlich. Absolut nichts. Schalen musst du noch machen fürs Essen. Stimmt, da habe ich voll vergessen. Aber ich habe auch kaum noch Leben, ne? Das wird langsam ganz schön eng mit Schalen auch. Ich bin ja kein Schalentier. Weil ich schneller zu den Punkten schwimmen, wo man zwischenatmen kann, scheint mir das schlauer zu sein, als jetzt nochmal eine extra Flasche zu machen. Warum isst du auch immer das Essen samt Teller? Das weiß ich nicht. Musst du den Typen fragen, den ich hier spiele. Weiß auch nicht, warum der den Teller immer mit isst. Ballaststoffe und so. Man darf ja hier nichts verschwenden. So ein guter, leckerer Lehmteller ist halt was Feines. Schon nervös. So, jetzt rüsten wir das dann aus. Den Bauarbeiterhelm, den lasse ich jetzt mal hier. Das Glas lasse ich mal auch hier. Das Glas packen wir jetzt mal hier rein. Den Bauarbeiterhelm auch. Die Restplastik packe ich jetzt auch mal hier rein. Und hier den ganzen Schnodder, den packe ich jetzt auch mal hier rein. So. Genau. Und die Lehmdinger, die lassen wir auch hier. Die müssen wir nicht mit in den Tod reißen, weil das Inventar ist ja nach dem Tod auf jeden Fall dann wieder leer, nicht wahr? Die Seile lassen wir mal auch hier. Die Federn lassen wir auch hier. Den Spaten, ja, weiß ich nicht, ob ich unter Wasser überhaupt schaufeln kann. Das lassen wir mal auch hier. Das Steak lassen wir, glaube ich, auch hier. Das sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt mit in den Tod nehmen. Genau, so, dann können wir doch, warte, hier den Glibber lassen wir auch noch hier. Alles, was wichtige Ressourcen sind, lassen wir hier. Hervorragend. So, jetzt haben wir das, genau, dann rüste das mal aus, rüste das mal aus. Und dann gehen wir ins Wasser rein. Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, wie weit wir kommen. Speer, wo ist mein Speer eigentlich? Da. Nimm den mal hier nach vorne. Hi. Da hinten, okay. Jawohl, guck mal, wie ich plötzlich viel schneller bin. Und atmen kann ich auch viel besser. Guck mal, da ist noch so eine Atemstelle. Ich schwimme mal zu der Atemstelle. Wir schnappen uns gleich nochmal ein bisschen Glibber. Hier war, glaube ich, noch ein bisschen was. Was wir noch nicht entnommen haben. So, der Hai, der chillt ja eigentlich normalerweise, wenn ich weit weg bin, chillt er ja eigentlich erstmal bei meinem Wrack. Und interessiert sich ja für mich eigentlich erstmal nicht so wirklich. Wenn ich jetzt nicht direkt in seiner Nähe bin. Glaube ich. Wenn er nicht weiß, wo ich bin und mir nicht folgt direkt, dann müsste es ja sogar egal sein, ihm. Dann gehe ich mal hier jetzt runter noch. Unter Wasser brauchst du den Haken. Ja, der haben wir ja zwei, genau. Da haben wir... What? Ich habe ihn gesehen. Wo war er? Oben. Irgendwo oben. Hier wird hier noch irgendwie... Hier ist noch ein Atemdings. Warte mal, stell dich mal da drauf. Ist der heil? Man sieht ihn halt auch nicht, weil hier lauter Gestrüpp ist. Okay, jetzt sind die... Die Tauchflasche ist jetzt schon verbraucht. Aber egal, wie gesagt, wir können ja schnell schwimmen mit den Flossen jetzt. Also ich muss Teile finden, okay. Ja, jetzt ist halt die Frage jetzt. Wo sind denn die Teile? Ihr meintet ja, oben hätte ich noch eine Leiter übersehen beim Dings, beim Kran. Vielleicht muss ich doch nochmal nach oben, weil ich habe jetzt hier unten irgendwie nichts gesehen. Wie füllt er seinen Sauerstofftank unter Wasser auf? Weiß ich nicht, der hält vielleicht einfach einen Mund an die Blasen und bläst. Er saugt. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal hoch. Vielleicht habe ich oben wirklich irgendwas Wichtiges übersehen, was ich hier unten brauche, um weiterzukommen. Woher kommt eigentlich die Luft aus den Atemstellen? Die Lüftung müsste doch sich mit Wasser füllen, ja. Das hinterfragen wir nicht. Ich meine, woher kommt bei Super Mario 64 die Luftblasen, wenn der da rumtaucht? Ich meine, wo kommen die generell immer her, diese Luftblasen, ja? Habe ich irgendwas in meinem Journal vielleicht? Warte mal. Wenn Leute vorbeikommen, bleiben sie nicht lange. Wieso? Wahrscheinlich, weil ich ständig ihre Sachen klaue. Heute waren es ein Mann namens Ruben und ein Junge namens Detto.
Sie gerieten in einen Sturm und brauchten Nachschub. Als sie einschliefen, habe ich eine ganze Reihe von Werkzeugen geklaut. Primitives Werkzeug, aber trotzdem gut. Am Morgen waren sie so ausgeflippt, dass sie sofort davon gesegelt sind. Urkomisch. Der Grabber. Okay, ist Grabber vielleicht sein... Also, er nennt sich selbst Grabber. Und das ist dann wahrscheinlich G. Und G ist dann wahrscheinlich seine Abkürzung, sein Initial sozusagen. Und da muss ich... einen Schlüssel bekommen. Ich muss den Grabber-Schlüssel bekommen. Oh mein Gott, okay. Noch tiefer runter, aber nicht, oder? Warte mal, ist hier noch was? Warte mal, ja, nochmal atmen, nochmal atmen, nochmal atmen. Atme mal hier oben nochmal. Buch lesen unter Wasser, krass. Ja, geil, was der alles kann, wa? Der Wahnsinn. Das ist ein wasserfestes Buch. Okay, ich gucke hier noch mal rein schnell. Vielleicht ist hier noch irgendwas Wichtiges. Oh Gott, das ist aber abenteuerlich hier. Kommt man auf der anderen Seite nicht raus. Okay, schnell raus. Wie es auch unter Wasser regnet, das finde ich auch ziemlich geil eigentlich. Oh, das ist aber ganz schön knappe Axt. Also da lag jetzt auch nichts da unten. Also das verwirrt mich ganz schön. Ich glaube, die meisten von den Räumen hier unten, die sind einfach nur, um einen zu verwirren, glaube ich. Die meisten von diesen Räumen sind einfach nur da, dass man denkt, da ist irgendwas, aber da ist gar nichts eigentlich. Ich glaube, ich muss noch mal hoch auf den Kran. Wenn ihr sagt, da habe ich noch eine Leiter übersehen, dann ist es wahrscheinlich oben noch irgendwas. Das Buch wurde mit Aquamaler geschrieben. Alle Male Aquamaler. Ah! Oh, er hat mich nicht erwischt. Er hat mich nicht erwischt. Schnell raus. Oh Gott. Das kleine, miese Schweinchen, ey. Ah, ich muss trinken, um Gottes Willen. Okay, warte, 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 warte. Ich koche jetzt hier erstmal nochmal. Nein, doch nicht. Hier. Das macht man jetzt mal hier und braten das nochmal schnell. Herzinfarkt, ja. Jumpscare. Raft war das Spiel der Jumpscares. Ich erinnere mich auch wieder daran, ja. Ich muss vielleicht nochmal, warte mal, das Päckchen hier mal vielleicht mal aufmachen. Schön aufessen, das Päckchen. Genau. Du hast gelernt, Sofa. Jawohl. So, jetzt essen. Wollen wir den Hai nochmal töten? Mein Speer ist weg. Ah, nee, doch, der ist noch da. Ich töte den Hai nochmal, da kriege ich nochmal Haihappen. Da kann ich nochmal Essen kochen. Da kriege ich nochmal einen schönen Bonus hier. Würde ich sagen. Bestimmt die Lampen, ja genau. Warte mal, kann ich den auch mit Pfeil und Bogen? Nee, das war nicht so schlau, oder? Hier, komm her, du hässlicher Fratz. Ich will dich töten. Ja, 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 komm her. Hehehe. Ja, nochmal hinten rein, genau. Schön. Los, komm her. Und nochmal hinten rein, jawohl. Immer hinten rein, immer schön hinten rein. Oh, der ist schon angefrackt. Spielbär hat's überlesen. Es kam noch ein kleines Update. Oh. Also muss ich doch nochmal zumachen und nochmal runterladen, weil da wohl was fehlt, oder was? Hä, aber wie kann sowas denn passieren? Okay. Der Kranschlüssel. Okay, ja, der war kein Schlüssel. Aua, da war kein Schlüssel oben. Deswegen, das hat mich schon irritiert. Da war gar nichts oben, als wir oben waren. Da müssen wir nochmal hoch. War nicht groß, vielleicht 6 MB. Vielleicht haben sie ja vergessen, in ihrem finalen Update das wichtige Item, mit dem man weiterkommt, an die Stelle zu platzieren, wo es halt sein sollte. Und da könnte das schon sein, weil wenn das nur so ein paar MB sind... Aua. Oh ja, ich hab ihn. Wenn das nur so ein paar MB sind, kann das ja sein, dass das vielleicht der Schlüssel ist. Meine lieben Freunde, es ist so witzig, ne? Ich habe jetzt nochmal einen Hotfix geladen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht was gebracht hat oder nicht. Aber auf jeden Fall, die Leiter, von denen ihr gesprochen habt, die ich übersehen habe, die war natürlich direkt vor meiner Nase. Noch mehr vor meiner Nase geht ja eigentlich fast gar nicht mehr. Die war ja wirklich direkt in my face. Aber ich bin natürlich vollkommen ignorant daran vorbeigelaufen. Hier kann ich noch weiter hoch am Kran. Junge, Junge. So, und jetzt muss ich mal gucken. Da hinten, da waren wir ja gerade, genau. Jetzt muss ich hier zur Seite runter. Genau. Gucke mal, was hier ist. Eine Kiste. Mit Zeug. Metallbarren, Glas und alles. So, und jetzt haben wir hier... Das ist eine Tür, oder? Aber da kann ich nicht rein. Kann ich nicht mitmachen.
Hä? Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Muss ich mich hier runterrasseln lassen, oder? Aber irgendwie? Hä? Und wo soll jetzt hier was sein? Ha! Oh Gott. Wo soll jetzt hier was sein? Das verstehe ich nicht. Also hier komme ich nicht rein. Keine Ahnung. Muss ich das vielleicht aufbrechen irgendwie? Muss ich das vielleicht aufsprengen? Muss ich da irgendwas benutzen? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch alles nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ich gucke jetzt nochmal mich hier unten ein bisschen nochmal genauer um. Ob hier irgendwo was liegt, was ich nicht gesehen habe. Die Dokumente haben wir ja aufgenommen. So. Hier ist so eine komische Funkeinrichtung. Da weiß ich auch nicht genau, ob das was zu bedeuten hat. Das kann man ja aber alles nicht nehmen. So, und dann ist hier auf der Seite, ist da noch irgendwie was dahinter? Ich habe auch Angst, dass ich hier runterfalle, so ein bisschen beim Rumgespringe. Also hier ist nichts noch. Hm. Super Mario, ja. Ja, da wäre halt höchstens noch der Ausleger vom Kran, ne? Wäre jetzt noch was, wo ich sagen würde, da könnte vielleicht noch was sein. Aber das sieht nicht aus, als wäre da hinten irgendwas. Und da auf diesem Lastendings, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da was Wichtiges drauf ist. Ich würde vielleicht noch eher sagen, dass man das vielleicht irgendwo hin navigieren soll. Man kann ja unten hier im Führerhaus, Kranführerhaus, kann man ja die Hebel oder den einen Hebel hier ziehen. Benötigt einen Kranschlüssel. Okay, ach, da braucht man den da drin, okay. Ja gut, da muss man den Kranschlüssel finden. Aber wo ist der Kranschlüssel? Hm. Also ich stehe auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ist das hier eigentlich? Ah ja, das ist die Rutsche zum Runterrutschen. Von oben nach unten suchen. Ja, aber wir haben ja hier jetzt schon alles durchsucht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier wo jetzt noch was ist. Und da oben in dieser Luke konnte ich nicht rein. Das ist Strom? Nee, das ist hier zum Runterrutschen. So komme ich wieder nach unten. Ohne, dass ich jetzt wieder runterklettern muss. Aber hier ist ja auch nichts hier oben. Also hier haben wir ja auch schon gesucht. Ist echt merkwürdig. Wenn ich ein Schlüssel wäre für einen Kran, wo wäre ich dann? Ich meine, gut, hier ist ein offenes Klo. Das ist das einzige Klo, was offen ist. Ich hätte ja gesagt, ich kann vielleicht ins Klo reingucken und vielleicht hat der Kranführer ja im Dixie-Klo seinen Schlüssel verloren. Aber, weiß ich nicht, scheinbar ist das ja nicht das. Der berühmte Griff ins Klo, ja. Ich meine, gut, auf der Seite war ich, glaube ich, noch nicht von dem Kran. Vielleicht ist das Ding einfach, vielleicht ist der Schlüssel dem Kranfahrer vorm Häuschen runtergefallen und der liegt da jetzt vielleicht da irgendwo unten. Also ich meine, ist natürlich jetzt ein ganz schöner Stretch, ne? So an sich. Aber ich klammer mich hier gerade an jedem Halm. Warte mal, hier ist noch... Ah! Du Hässlon! Nein, ich muss atmen, schnell! Ja, ist gut jetzt. Glaub's hackt. Da hat er sich versteckt und auf mich gewartet. Dann ist der Raum wichtig. Wenn der da auf mich wartet. Ich schwöre. Ah! Ah! Ah, wieso? Ich habe ihn abgewehrt. Tasche? Was, wo Tasche? Wo ist eine Tasche? Ich habe keine Tasche gesehen. Ja, komm her. Hässliches Schweinchen, du. Guck mal, da steht auch G da hinten. Wir müssen, glaube ich, immer darauf achten, wo diese Buchstaben sind auch. Stirb. Ja, verschwinde, genau. Du kannst die Qualm mit dem Speer vertreiben und dahinter ist ein Seil mit... Was? Okay. Jetzt hat er mir gar keinen Schaden gemacht. Dahinter ist ein Seil mit einer Notiz. Okay, warte. Muss ich erstmal hier wieder ihn abwehren hier. Oh je, meine lieben Freunde. Wow! Was geht denn? Hä, wo ist er denn jetzt? Hängt er da hinten fest oder was? Ah, Gott. Voll der Eskalationskampf. Kommt da nochmal? Wie du immer so schnell auftauchst, du kleines Schweinchen.
Ja, das tut weh, ne? Ist das ein neuer Spielstand? Nee, das ist immer noch derselbe. Ich habe Angst. Er kommt gleich wieder. Da ist er. Hö, was macht er? Was macht er denn? Hui! Ich bin eine SpaceX-Rakete. Wo? Okay, wie war das? Bei den Quallen mal ein bisschen zustechen und dann... Ah! Ah, guck mal, das muss ich gar nicht. Ich komme da auch so hin. Ah! Du Schweinchen, du hässliches. Okay, warte, ich muss mal hier runter. Aber schön, dass der Hai auch so eine Probleme hat mit diesem Gelände hier. Boah, da wurde es dunkel, ey. Voll ins Maul reingeschaut, heftig. Ja, los, komm her. Mann, nun stirb halt mal auch. Der nimmt überhaupt keinen Schaden gefühlt, Mann. Was ist da denn los? Stirb. Willst du dem G nicht hinterher? Ich glaube, da... Aua, da waren wir ja schon drin bei dem G da unten. Da sind wir schon hingetaucht. Wo ist er denn? Mein Speer ist gleich kaputt, verdammt. Oh! Mein Speer ist gleich für einen hohlen Zahn. Dann kann ich ihn nicht mehr abwehren. Ja! Schnell! 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 Jawohl! Und jetzt schnell zu den hässlichen Quallen hier, die wo ihr gesagt habt. Da oben. Da soll ich mit dem Speer reinstechen und dann ist da eine Notiz. Tatsächlich, da ist ein Seil mit einer Notiz. Ich raste aus. Ach, guck mal, wenn die, wenn das Licht angeht, warte. Hier kann ich nicht atmen. Nein! Nein, nein, nein! Ich kann hier nicht atmen! Wo kann man atmen hier? Wo kann man hier atmen? Da, da, da! Hör auf zu quatschen, Mann! Ich muss essen. Glaub ich. Und trinken muss ich auch. Schön unter Wasser, Salzwasser trinken, hervorragend. Warte, warte, warte. Wo geht's hier rein? Ah! Ich hab Angst, ich will nicht. Was ist das? Irgendwas. Ah, das ist die Toilette. Päckchen. Gegarte Rüben, nice. Ich muss wenigstens nicht verhungern. Was ist das? Kann ich das ertöten? Stopp! Tot? Okay, tot. Was ist das? Ein Angelfisch. Atmen, atmen, atmen. Warum kann ich nicht? Gott. Okay, jetzt wird's geil. Ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt sehr geil wird. Hier, warte, was ist das? Schrott. Jetzt habe ich bestimmt wieder nicht genug Platz. Überreste. Jetzt habe ich weder genug Platz, noch reicht wahrscheinlich mein Dingsi lang genug. Ja, ich habe eine Lampe. Scheinwerfer. Teil eines Scheinwerfers habe ich gefunden. Da ist noch eine Tür. Ich muss auch mal atmen schnell. Gehen die Schränke auf? Ich glaube nicht. Das war bisher immer nur Deko. Ja, das ist nur Deko. Die Türen gehen auf. Die Türen sind wichtig. Hier ist nichts. Nur ein Klo. Hier war jetzt, hier noch was? Nee, okay, also wir haben einen Teil von dem Scheinwerfer gefunden. Ich wette, wir brauchen bestimmt mehrere davon. Was war da gerade? Habe ich da gerade was gesehen? Nee, ich glaube, das war öffnen oder so. Ich glaube, wir müssen da noch rein, da wo der Heslon drin war. Keiner da? Kann man hier atmen? Man kann hier atmen! Geil, ich werd wahnsinnig. Warte, bricht mal ab. Hier war noch ein Teil. Okay, was haben wir? Okay, ich habe noch Platz, alles gut. Man kann atmen. Aber raus kann man hier nicht, oder? Guck mal, da wächst Gras. Voll gut. Ich kann hier sogar, ich kann raus. Krass. Aber hier geht's nicht weiter, oder? Nee, raus kommt man hier nicht.
Jetzt hab ich überhaupt nicht zugehört, was der mir gesagt hat, weil ich um mein Leben gekämpft habe gerade. Okay, warte mal kurz. Müssen wir nochmal schnell reingucken? Varuna Point hat viel zu viele Löcher, macht es einfach, sich unbemerkt zu bewegen. Heute habe ich einen Hammer geklaut. Gestern habe ich etwas getrocknetes Fleisch aus dem Vorrat des Vorarbeiters genommen. Es macht weniger Spaß, Essen zu nehmen, da es letztendlich verdirbt. Die Uhr, die ich von dem großmäuligen Bohrer bekommen habe, war viel aufregender. Heute Abend will ich etwas Besonderes ergattern, okay? Also ich habe jetzt zwei Teile von diesem Scheinwerfer. Huch. Auftauchen, da hat es auch eine Luftblase. Ach da, ja stimmt. Ah. Und, aber kommt man hier irgendwie raus auch? Also man kann ja hier nicht raus. Das ist ja irgendwie... Warte mal, da muss es hier ja auch eine Luftblase geben noch. Geh, ah, guck mal hier. Ah! Na, siehst du mal an, okay. Da hinten ist ganz viel Stuff. Ach, ich kann da einfach durchlaufen. Okay, ja. Kiste aufnehmen. Oh, da ist ein Rezept. Melonsmoothie oder sowas. Erdbeer-Colada. Wir haben Cocktailrezepte für den Entsafter gekriegt. Nice. Ist hier noch irgendwas? Nein, ich häng fest. Gegenstand. Schrott und Planke. Okay, und hier ist noch was. Planke und nochmal Planke. Vielen Dank. Danke für die Planke. Aber gut. Mehr ist hier jetzt auch nicht, ne? Also es war jetzt hier noch nicht irgendwie ein Teil. Krass. Kann ich hier wirklich nichts aufmachen noch? Ist hier nicht noch irgendwie noch eine Tür oder so irgendwo? Sieht nicht danach aus. Also war es das jetzt schon? Also in dem Sinne, dass wir jetzt schon alles gefunden haben? Vielleicht ist da unten jetzt irgendwo bei den Quallen ein Scheinwerfer, wenn wir da die Teile einbauen. Ah, warte, hier geht's noch weiter. Hier geht's noch hin. Okay, hier müssen wir weitermachen. Alles klar. Nächste Ebene. Wie viel Platz habe ich noch? Oh Gott. Okay, warte, wir essen jetzt mal was, glaube ich. Oder, ja. Hier, warte mal, wir essen mal die gegarte Kartoffel mal schnell. Warte mal, ich muss mal Sachen wegschmeißen. Nee, warte mal, da habe ich sogar noch ein Pilzomelett. Warte, wir essen das Pilzomelett. Da kriege ich nämlich wieder den Bonus hier. So, was kann ich jetzt wegschmeißen? Warte mal, die Steine schmeiß mal weg, genau. Und das kann ich aufessen hier. Das kann ich auch hier. So. Hibiskus habe ich bekommen. Was ist das hier? Gegenstand? Schrott. Okay, Schrott steckt ja ineinander. Vielleicht sollte ich nochmal Zeug wegbringen, ey. Ich habe voll viel Zeug dabei. Den Hai habe ich auch dabei, komplett. Ich trinke nochmal was. Und vielleicht auch nochmal was essen. Okay, das war sinnlos, egal. Ah, Sauerstoff, oh Gott. Okay, warte, warte, warte. Kann ich hier auftauchen? Ah ja, kann ich tatsächlich. Guck mal, hier kann ich sogar raus. Oh, da liegt noch was. Warte, was ist das? Das ist, sind Rohstoffe, glaube ich. Hier liegt auch nochmal Zeug. Man wird hier mit voll viel Crafting-Material ausgestattet. Warum eigentlich? Wofür was eigentlich? Was ist das? Der Überreste. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Warte, aber die können wir, glaube ich, wegwerfen, oder? Die Überreste, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Komisch. Die Türen kann ich wieder nicht aufmachen. Oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Sind bestimmt wieder diese hässlichen... Diese hässlichen Ratten sind hier bestimmt wieder. Eine Kartoffel. Okay. Wir werden mit ganz viel Zeug zugeschüttet. Ratte? Ich höre hier irgendwas, glaube ich. Was ist das? Gegenstand. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, sich jetzt so voll zu machen mit Zeug. Ich sehe schon, warte mal, ich kann mir hier, kann ich mir die Schuhe anziehen? Nee, kann ich nicht. Doch, warte mal, kann ich tatsächlich. Aber dann komme ich nicht mehr so schnell hier raus. Da muss ich aufpassen beim Tauchen. Ah! Jawohl! Teil eines scheinenden Werfers. Jetzt haben wir drei Stück. Sind das nicht immer normalerweise drei Teile?
Und an der Stelle endet diese Folge Raft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Raft, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht habt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.